Ja, ich bin mal raus aus dem Kopf. Wünsche euch noch einen schönen Abend, ne? Ciao. Ja. Gute Nacht. Das ist eine Medusa. Ja. Wir können auch resetten und. Warum ist denn die gleich stinkig? Frag mich nicht, die zerballert mich gleich. Ja, die ist jetzt schon 3% verloren. Ja, jetzt ist sie aus der Schussreichweite. Sie regeneriert alles wieder hoch. Nachladen. Aber das schaut nach einem netten Orbit aus. Sie schießt die Gitter daneben. Du bist kalt wahrscheinlich. Und fliegst im Kreis. Very nice. Zwei Feuergruppen, die ganze Taste auf oder abwärts, Triebwerk benutzen und boosten. Zack, fertig, plus Heatsinks. Ja, so ein Viech ist verdammt stark. Oh, und jetzt zerschmilzt der Fighter, Mann. Ich muss mal kurz eine Feuerpause machen, sonst bin ich gleich tot. Wie viele Höhenpunkte hat er jetzt eigentlich? Mal schauen. 10! Ja, aber ich meine, der Fighter, wie viele Höhenpunkte der hat. Der Fighter hat nur 10 Höhenpunkte. Das ist, ja, ein bisschen krass wenig. Ja, ich schmelze gerade. 5% Hülle und bye.
Ja, fliegt mal nicht zu hoch hier, sonst wird's gefährlich. Mit Schwarm, das ist nochmal echt ein krasses Ding. Du bist auch 10 Kilometer entfernt. Die kommt schon, die fliegt nirgendwo anders hin als auf dich. Das Viech kommt schon zu dir. Gibt 20% noch. Ich bin schon dabei, die Runde zu arbeiten. Schon die ganze Zeit. Es dauert ewig mit diesen 12%. Ich kühle mich jetzt nochmal runter, damit ich gleich volle Breitseite geben kann, wenn die Schilde runter sind. Maximale Hilfe beim Exert. So, du kannst mir zum Angriff übergehen. Die Schilde fallen in einer Sekunde. Jetzt. Ich fange schon mit dem Exert an. Weiter zerfällt mir wieder, aber ich mache noch maximalen Schaden. Ich bin verglüht, aber ich habe das Herz, glaube ich, auf. Das hat noch 10% wahrscheinlich. Ich habe es noch zweimal getroffen, von 31 auf 11% wahrscheinlich. Kannst dich nicht vor mir verstecken, du weißt oder? Was? Ich kann mich nicht vor dir verstecken, Scheiße. Nein. Das ist alles pointless. Alles fresh bei dir. Und schnell entsprechend, ja. Joa. Jupp. Oh, Andi und sein Sohn gleichzeitig online. Glaubt nicht, dass es den eigentlich wirklich gibt. Du hattest, wer war das, der meinte, das wäre eine Persönlichkeitsstörung? Glaubt, das kommt schon hin. Also mit der einen Hand den einen Account, der andere den anderen? Ja. Ah ja, HIP 16217. Ich hab bei Penal Colony.
vielleicht hast du ja auch mal Bock, dann, wenn das jetzt so gut funktioniert, eine Medusa im Space mit Schwarm zu machen. Das war nochmal mit Premier Liga, aber das ist schon mal der erste Schritt. Dann musst du Synthese machen, Junge. Das kostet kein Geld, das kostet Materialien, ist viel wertvoller. Ich weiß nicht, Gordo, ob das jetzt so viel hilfreicher war. Ich werde gleich wahrscheinlich wieder zerglühen, weil ich baller das Ding wieder richtig rein. Ich habe schon wieder 2% Höhenschaden gemacht mit dem Fighter hier. Oh, er hat es hochregeneriert, weil ich kurz irgendwie empfehle. Was? Oh, ich zerglühe gerade wieder. Ja. Bye bye. Schau ich mal von hier aus zu. Das machst du schon. Du machst gerade War Thunder, Phil? Hallo. Aber ich werde vermutlich gleich War Thunder machen. Ist Gold schon den Salzometer erhöht? Nö. Oh, du hörst langsam auf mich. Hä, wieso? Wie geheim ist, wir haben schon geheime Sachen gesagt. War das jetzt nicht so clever, dass ich gerade meine Visa-Daten gesprochen habe? Naja, was soll's. Ich stell mal ein Trottelmesser ein. Echto Trottel. Nee, das hättest du sagen müssen, echto Trottel. Ja, hab ich auch, das war hier meine Englische, das war Englisch. Weil es war Trottel. Ich glaube, ich bestell mir erstmal eine Pizza. Wie war nochmal meine Bankinformation? Meine Bankinformation. Ich laber nur. Jetzt. Und zwar so richtig schön mit. So richtig schön mit Garnelen und Knoblauch, Pepperoni Salami, Jalapenos, Chili, Knoblauch. Ja. Gleich hier nochmal raus. Da sind ja noch zwei Herzen über, ne? Ah. Na, nachladen. Das ist deren Äquivalent auf Planeten. Dieses Hochfliegen zum im Space, da drehen sie sich auch von ihr weg. Synthese. Wenn du deine, ich bin dafür, dass du echt meine, ja, ich bin echt dafür, dass du meine Space Medusa probierst. Mit Schwarm und allem. Und dann musst du das halt auch machen. Aber das ist auf jeden Fall schon eine sehr gute Trockenübung hier.
läuft sehr, sehr gut. Ach, das ist noch manageable hier. Das ist noch, die ist noch 6,5 Kilometer circa. Nee. Das heißt, währenddessen du ihn hältst, dann ist er. Ich hab auf Toggle. Ja. Nee, es hat mich überfordert, wenn ich's halten muss, so lange wie ich fand am besten Toggle, dann ist er an, Toggle, dann ist er aus. Ja. Das wird unterbrochen, wenn sie dich trifft. Aber du verlierst nicht die Mats, die kriegst du zurück. Das, du bist bereit? Ich bin auch bereit. Der Fighter ist wieder da, war. Was hast du? Ich habe am Anfang die ganze Zeit nicht mitgeholfen, weil ich auf der falschen Seite war. Am Ende habe ich erst bei den letzten, ab den 60%, die es noch hatte, habe ich mehrfach getroffen, aber. Warum nicht? Auf meiner Position fast.
mich verglühe. Drives off. Engines disabled. Ich habe sie mir durchgeröstet. Shield Generator 0%. Thrusters 0%. Sensors 0%. Alles durchgetoastet. Ich drifte mal Richtung Planetenoberfläche, bis ich zerschelle. Ich glaube, das passiert nicht mal. Ich bin nur. Wobei doch, ich habe ja nur 10%, 10 Hülle. Frag mal nach dem Docking Request. Oh ja, ich darf am Boden andocken. Das hat man mir erlaubt. Nein, ich möchte am Boden zerschellen. Ich möchte nicht durch. Ja. Wollte genüsslich landen. Sie ist tot. Oh, ich habe ja auch ein paar Risse, aber immer very nice, Mann. Deine erste Medusa, aber das ist doch very nice. Das ist doch super geil.